ich bin so traurig, dass der letzte Tag ist, Freunde. Auf jeden Fall gehen wir jetzt auf eine Safari. Was sagst du da? Oh. Was sagst du so, was? Ich kann mal das nicht checken. Er ist so lost. Was ist mir natürlich passiert? Ich habe mich komplett gemault, also wirklich komplett. Tag lang. Nein. So peinlich. Und mit diesen zerzausten Haaren einen wunderschönen guten Morgen zu einem neuen Vlog und auch zu einem neuen Tag, Freunde, aus dem sonnigen Ägypten. Einen wunderschönen guten Morgen. Frau Mahoney ist schon am Lesen. Oh Gott, ist das hier laut. Hier ist tatsächlich ungünstigerweise direkt vor unserem Zimmer eine Baustelle. Das ist tatsächlich ein bisschen nervig, aber so schlimm ist es nicht. Die müssen ja irgendwann mal arbeiten. Deswegen ist es schon okay. Boah, meine Haare sind wirklich. Sieht aus wie so eine 2015er Moritz-Frisur. Eine Sache muss ich euch noch erzählen. Und zwar habe ich mich gestern wirklich so ungünstig hingelegt. Also wirklich. Wir waren kurz, das war so 9 Uhr oder so, wir haben halt nicht gevloggt, weil es schon super spät und dunkel war. Und da waren Kids, die haben Fußball gespielt mit so einem kleinen Ball und ich dachte natürlich, ne, junger Hüpfer wie ich bin, auf ganz entspannt, ganz easy, dribbel ich ein bisschen mit denen. Hat auch Spaß gemacht, hat auch super funktioniert, ich habe ein paar Tricks ausgepackt und so, das war richtig cool. Ja, da waren aber ultra glatte Fliesen, also wirklich ultra glatt. Was ist mir natürlich passiert? Ich habe mich komplett gemault, also wirklich komplett. Zweimal und beim ersten Mal war es unfassbar und jetzt habe ich ein dickes Knie. Es ist jetzt eine Nacht später und ich habe immer noch ein dickes Knie. Ich zeige euch das. Es ist deutlich weniger wie gestern, Gott sei Dank, aber es tut arschweh. Ich bin immer noch im Humpeln und so eine Beule, Alter. Eieiei. Ich hoffe natürlich, dass man es jetzt auf Kamera sieht, aber wahrscheinlich nicht. Also hier ist hart alles, hier ist Dreckknochen und hier auf der Seite hier alles dick. Seht ihr das? Wie weich und matschig das ist. Hier ist auch genau da bin ich hingefallen. Richtig so matschig und angespannt und weich und hier ist halt direkt so Knochen und alles so wabbelig. Sieht man nicht so ganz so krass auf Kamera, aber... Jetzt habe ich auf jeden Fall ein dickes Knie vom ein bisschen Fußball spielen. Naja, okay. Ich muss jetzt direkt mal was mit meinen Haaren machen. Und dann gehen wir mal rüber zu Momes Eltern und starten mal ganz entspannt in den Tag. Guten Morgen. Hallo. Oh. Wir haben uns ein paar Katzen beehrt. Die leben hier und chillen hier. Oh. Wie geht es Ihnen? Gut. Sie leben das Leben hier, ne? Ich lebe das Leben, ey. Ah, Freunde, wir genießen das Wetter. Die Sonne ist herrlich. Heute nur knapp 20 Grad. Mone war schon frühstücken. Ich habe Frühstück wie immer geskippt und gleich geht's dann zum Mittagessen. Frau Mahoney geht jetzt ins Wasser, Leute. Aber ich weiß noch nicht. Doch, mit einem schönen Körper rein da. Let's go, Babe. Und los, Babe. Nein, mit Anlauf. Du schaffst das. Hey! Und ist kalt? Wasser, Robic! Was hat sie denn jetzt Tolles? Eine Taucherbrille hat sie sich geholt. Du musst mal die, sind da noch nicht noch Zettel drauf? Ja. Du musst mal die Zettel, da siehst du doch gar nicht. Ach, ich bin so aufgeregt. Ich merk's. UV, oh, guck mal. Hat sie sich jetzt extra gekauft, damit sie tauchen kann. Ich glaube, sie haben die abgezogen. Warum? Hast du das bezahlt? Er hat erst gefragt, ob ägyptisch oder Euro. Habe ich halt Euro, dann hat er gesagt 500 Euro. Okay. Habe ich ja gar nicht, geht nicht, 250. Okay, was hast du jetzt bezahlt? 5 Euro. 15. 15 Euro? Oder hätte ich echt abgezogen? Ja, oder? Der hätte ich ein bisschen abgezogen. Also mehr als 10 hättest du eigentlich nicht zahlen dürfen. Nee, ich habe mich nicht getraut. Ich wusste, dass ich hätte mitkommen sollen. Verdammt. Aber Frau Mahoney hat gerade gesagt, ich hoffe, hier erzähl mal, das, warum du dich so freust, warum du das jetzt wieder machen kannst. Weil ich seit Jahren... Oh, das drückt mir ein bisschen die Augäpfel Weil raus. Weil es muss so. Sieh ich gut aus? Ja, super. Weil ich habe gesagt, ich war seit Jahren nicht mehr unter Wasser mit meinen Haaren. Keine Extensions, keine Wimpern, Dingens drin. Und das fühlt sich geil an. Und ich kann aber unter Wasser die Augen nicht aufmachen. Wegen den Kontaktlinsen, aber das konnte ich auch so noch nicht. Und ich möchte was sehen. Ja. Ich sehe wahrscheinlich nicht viel, weil ich sehe nur Pool, aber ich will trotzdem tauchen. Hüpf rein, Kind. Und ich kann nicht tauchen, wenn ich die Augen nicht aufmache, weil sonst schwimme ich ja gegen die Wand. Ne? Ja, hüpf rein, Kind. Da wird eine Mitte 20-jährige Frau nochmal zum Kind, ne? Ich lieb's. Ich finde das so toll. Hallo! Wie ihr seht, machen wir uns jetzt gerade fertig fürs Essen. Wie war denn Pool? So Spaß gemacht, Leute. Ich habe mich gefühlt wie ein kleines Kind. Wahrscheinlich habe ich mich auch benommen wie ein kleines Kind, aber egal. So muss es sein, Freunde. Das darf auch mal sein. So muss es sein. Und so für euch, hier gibt es mal kurz ein kleines Oberkörper-Update. Willst du mal kurz halten? Die sind noch ganz nass, Schatz. Echt? Ja. Egal. Lufttrocken, Baby. Du bist im Urlaub. Ja. Ach, Maschine! Uff. 1A.
Danke. Freunde, es ist soweit. Der nächste Teil des Rutschenparks wird aktiviert. Ich versuche euch heute mal für zumindest eine auch nochmal mitzunehmen, Freunde. Ne? Ich versuche es. Hoffentlich geht mein Handy nicht kaputt. Frau Mahoni ist diesmal auch am Start mit Brille, damit sie die Augen aufmachen kann. Ja. Machen wir los oder was? Los geht's. Let's go. Okay, Freunde, ich werde jetzt alles riskieren für euch. Ich hoffe, das geht nicht schief. Drück mir die Daumen. Schatz! Okay, Freunde, es geht los. Oh Gott. Oh mein Gott. Was geht ab, Freunde? Oh Gott, ich komme nicht raus. Hilfe! Gott, war das gut? Also Freunde, dafür lasst ihr jetzt bitte einen Daumen nach oben da. Dafür, dass ich mein Handy für euch riskiert habe, ihr Lümmel. Good morning, Good Freunde. Morning. Wir sind dick an... Nee. Ich bin dick angezogen, du bist nicht dick angezogen. Boah, du bist lang angezogen. Ja, nee, lang. Aber Kobi wird sich gleich auch noch lang anziehen, weil wir jetzt was Cooles machen werden. Es geht direkt von Adventure zu Adventure. Gestern habe ich die Leute mitgenommen in den Park, ne, im Rutschen. Stimmt, jetzt werden wir ein bisschen cruisen. Wir gehen ab in die Wüste. Hello. Goodbye, my friend. Goodbye. No. Safari. Oh ja, Safari. Ja. Okay, super. Hä? Warum hat er uns jetzt umarmen wollen? Auf jeden Fall gehen wir jetzt ja auf eine Safari. Olivia. Wir sind angekommen, Freunde. Wir müssen noch ein bisschen warten. Wir haben hier ein bisschen im ägyptischen Dorf quasi. Schön, wir noch ein bisschen. Hier läuft sehr coole ägyptische Musik. Ich wollte euch das nochmal zeigen. Guckt euch mal an, jetzt hier dieser Bereich. Jetzt sieht man es richtig gut, wie blau und lila das teilweise geworden ist. Eieiei. Tut auch immer noch weh, aber scheint nichts Schlimmeres zu sein. Das ist das Wichtigste. Also Knie an sich ist ganz. So, jetzt gibt's Kopftücher für uns, damit wir ein bisschen geschützt sind. Und Brille anziehen, nicht vergessen, Babe, ne? Sehr gut, siehst du. Geil! Gib uns mal den Kind! Geht so gut! Wehe, like nicht also dieses Video! So, Freunde, jetzt gibt's einen Helm. Thank you, my friend. Du hast nur so einen kleinen Helm bekommen. Ich hab so ein Riesending bekommen. Was ist das denn? Ich hab so einen winzigen Kopf, oder was? Ja, anscheinend. Oh, das Ding sitzt aber auch nicht so gut. Naja, okay, Freunde, let's go! Wuhu! Jetzt geht's los! So, Freunde, kurze Pause. Wir haben uns jetzt hier gerade in so ein kleines Zelt gesetzt, wo hier so eine Toilette ist und so. Wir machen diesmal nicht den Tourismuskram mit Kamelen und irgendwelchen Tieren und so angucken. Das wollen wir nicht machen. Das haben wir ja schon irgendwann mal gesehen vor 4 Jahren oder so, ne? Schrecklich. Und wir wollen das nicht unterstützen. Deswegen nur Quad-Tour. Aber hier sitzen wir und haben einen Tee bekommen und konnten mal kurz auf Klo. Jetzt gleich geht's weiter. Snack hier mein Nutella to go, was wir am Flughafen bekommen haben. Hallo Leute, ich habe mir eine neue Taucherbrille gekauft. Es ist so unnötig. Jetzt haben wir nochmal Geld drauf bezahlt. Aber ich wollte jetzt eine haben mit Nase, damit ich noch besser meinen Handstand machen kann, weil sonst ist mir immer das Wasser in die Nase. Schau mal, wie schön die aussieht. Aber sagst du jetzt mal vielleicht auch wie, oh, danke Baby, dass ja, du das geregelt hast. Ja, danke Schatzi. Weil er ist mit mir nach vorne zu dem Shop gegangen und hat gefragt, ob wir die andere Brille umtauschen dürfen. Und dann haben wir die umgetauscht zu der, aber wir mussten noch ein bisschen was Geld drauf zahlen, weil die ist besser, hat er gesagt. Die ist mehr Premium. Wenn ich aus der Nase ausatme, wie macht man, da atmet man nicht aus der Nase aus. Ich habe noch nie so eine Brille gehabt, weil wenn ich mit der Nase einatme, wird es fester, ja. Ja, aber da habe ich richtig Druck auf den Ohren. Ja, dann atme nochmal aus. Hast du das gehört? Das war wirklich, das hat sogar die Kamera gehört. Hat jeder gehört. Ich muss es gleich mal testen im Wasser. Ja. Freunde, es ist Essenszeit und normalerweise ist das Essen hier nicht so meins, aber heute haben wir frittierten Fisch und Kartoffelpüree und der ist sogar tatsächlich richtig lecker. Geil. So. So schnell ist der letzte Tag angebrochen, Freunde. Was sagst du da? Ja, ist so. Warum machst du sowas Dummes? Ja, das ist so. Was tut denn da erzählen? Es ist leider so, Freunde. Sind wir braun geworden? Das sieht gerade irgendwie nicht so aus. Doch, ein bisschen, oder? Ich bin auch verschlafen. Ich bin so morgens immer ganz blass. Ja. Deswegen ist es so. Und ich bin das erste Mal mit zum Frühstück gegangen und das am letzten richtigen Tag, weil morgen werden wir nicht mehr schaffen zu frühstücken. Es ist, Freunde. Es ist wie's, vorbei. Es ist. Die Sonne. Morgen Nein, wieder frieren. Heute genießen wir sie noch. Komm, Alter, wir sehen so weiß aus. Was ist das denn? Ja, ich nicht, finde ich. Das ist die Morgenblässe. Ja, ich glaube auch. Ja. Yummy. Kobi sieht das Frühstück gerade zum ersten Mal. Also das ist hier ist nur so Brotzeug und so. Drüben kriegst du Eier und Omelette. Und das ist das, was ich jeden Morgen esse. Das ist so geil. Hallo.
Good morning. Three. Thank you. Oh, das ist so geil, Leute. Heute ist übrigens der 15. Jetzt haben wir 8.30 Uhr. Mal schauen, wann es ihm auffällt, dass heute unser Tag ist. Letztes Frühstück, richtiges Cheat-Frühstück. Zwei von diesen ganz besonderen Dingen, die Moni mir empfohlen hat. Ganz viel Süßkram plus Donuts mit Pommes. Wie kannst du Pommes essen? Ich weiß nicht, Moni, das lag direkt nebeneinander in einer Schale. Ich dachte, das ist irgendwie so... Naja, das lassen wir uns jetzt schmecken. Wir sind jetzt zurück vom Frühstück, haben 9:30 und ich habe mich jetzt bewaffnet und werde mich jetzt ein bisschen sonnen. Er hat immer noch nichts gesagt, obwohl wir gestern sogar zusammen hier in mein Buch reingeschrieben haben. Da schreibt man ja jeden Tag ein Zitat oder ein Gedanke oder ein schönes Ereignis, was passiert ist, rein. Und da habe ich so gesagt, okay, was ist am 13. passiert? Was ist am 14. passiert? Und er hat gestern sogar noch so gesagt, Schatz, weißt du, was heute für ein Tag ist? Und ich so, nee. Und er so, einen Tag vor unserem Tag. Also gestern hat er daran gedacht, dass es einen Tag vor dem Tag war. Aber heute nicht. So, jetzt packe ich mich auf jeden Fall. Handtuch habe ich, das habe ich, das habe ich. Mein Buch liegt draußen. Und dann wird sich was gesagt. Warte mal, hast du jetzt mein Handtuch genommen, was ich jetzt nehmen wollte, um mich in die Sonne zu legen? Nein. Das liegt da auf dem Bett. Das ist meins. Okay, danke, Schatz. Leg ich mich in die Sonne. Wo legen wir uns hin? Richtig da schön in die Mitte? Hier hin, ja. Toller Tag. Aktuell lese ich übrigens Twisted Games. Das ist der zweite Teil der Reihe. Den ersten Teil Twisted Dreams habe ich schon... Wie hieß der erste Teil? Ja, doch, Twisted Dreams habe ich schon durch. Fand ich sehr, sehr gut. Das ist ja die komplette Reihe gewesen, die Colby mir in dem Buchkalender geschenkt hat. Und ich finde sie wirklich sehr, sehr schön. Ich freue mich auch sehr darüber, gerade mal wieder ein Buch zu lesen. Boah, diese Fliegen hier sind so unglaublich penetrant. Ich freue mich auch mal wieder richtig darauf, gerade aktuell Bücher zu lesen, die ich richtig gut finde. Ich habe ja jetzt den zweiten Teil von Fourth Ring, also Iron Flame, gelesen. Und das war natürlich auch super, super gut. Aber ich finde halt, es ist was anderes, als so ein Liebesbuch zu lesen. Weil Fantasy ist halt einfach, Fantasy ist halt Fantasy so. Und davor oder beziehungsweise parallel davor, mittendrin und danach, habe ich halt von Mona Kasten Fallen Princess gelesen. Und das hat mich so krass gelangweilt, dieses Buch. Es war richtig, richtig langweilig. Ich bin gar nicht reingekommen. Und das, oh, ich finde, da kommt man in so eine richtige Leseflaute, wenn man ein Buch hat, was einem nicht gefällt. Und ja, mit der Reihe jetzt bin ich sehr, 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 sehr happy. Erinnert mich auch unglaublich an die Reihe von Mona Kasten, Begin Again, Hope Again, Trust Again, Dream Again. Weil da ist es genauso, dass es quasi in dem ersten Teil ging es halt quasi um ein Pärchen. Und die haben halt auch Freunde und jetzt geht es hier um ein anderes Paar aus dem Freundeskreis. Das ist ganz cool. Das mag ich sehr gerne. Und ja, da bin ich jetzt aber auch fast durch. Ich gucke jetzt, dass ich heute das Buch noch durchkriege, damit ich dann morgen im Flugzeug perfekt mit Teil 3 starten kann. Ich habe nicht so viel geschafft zu lesen, wie ich gewollt hatte, aber ist auch nicht schlimm. Ich wollte ja Zeit mit meiner Familie verbringen und nicht den ganzen Tag lesen. So sieht's aus. Wir waren jetzt beide wieder im Pool, beziehungsweise ich war wieder im Pool und Kobe heute zum ersten Mal. Mhm. Was ein herrlicher Tag. Schön. Richtig, richtig schön. Toll. Ja, jetzt chillen wir noch ein bisschen im Bett und dann gehen wir gleich nochmal raus und uns nochmal ein bisschen weiter sonnen. Wir waren jetzt gerade beim Mittagessen. Ich bin so traurig, dass der letzte Tag ist, Freunde. Aber ich habe mich jetzt noch mal ein bisschen wärmer wieder angezogen. Jetzt haben wir schon 2 Uhr und das merkt man immer. Also man kann eigentlich ohne auf die Uhrzeit gucken, immer anhand des Wetters und wie der Wind steht und so, gucken, wie viel Uhr wir haben. Ja, auf jeden Fall ist es mit dem Wind dann doch so zum Nachmittag hin wieder ein bisschen frischer. Aber ich lege mich jetzt auf jeden Fall in die Sonne und genieße diesen herrlichen Tag, den wir heute haben. Ja, und lese auf jeden Fall ein bisschen was. Ja, weil wir so einen schönen Tag heute haben, dachte ich mir... Sorry! Achso, ich dachte, du wolltest darauf aufmerksam machen, dass ich da nur rumliege wie so ein fauler Sack. Ah nee, ich wollte nur sagen, dass wir so einen schönen Tag heute haben und ich deswegen jetzt ein bisschen lesen gehe. Ja, sehr gut. Ich habe mir gerade überlegt, es ihm jetzt zu sagen. Er ist jetzt gerade an den Pool gegangen, um mir eine Liege zu holen, damit ich vor dem Haus hier eine Liege stehen habe. Und bevor ich es heute Abend um 8 Uhr erst sage, sage ich es einfach jetzt, damit wir den Tag noch genießen können. Er ist so lost, wirklich. So ein Knödel, unglaublich. Ich sage jetzt nochmal, wow, haben wir einen wunderschönen Tag heute. Mal schauen, ob es dann rafft. Dankeschön. Kuss. Ein sehr schönen Tag. Bist du so liebevoll. Natürlich, du bist immer liebevoll. Aber heute bist du ganz besonders liebevoll, weil wir so einen schönen Tag haben. Nein, der 15. Ich hab doch gestern gesprochen.
fällt mir jetzt auf. Und ich bin schon den ganzen Tag am Vloggen und sag schon den ganzen Tag, ah, wir haben so einen schönen so Tag. So peinlich. Ich habe bestimmt schon 15 Mal oder so heute gesagt, so einen schönen Tag. Und ich wollte erst heute Nacht oder heute Abend quasi sagen und dann lasse ich es auch kommen. Ich sag's jetzt, damit wir den Tag noch zusammen genießen können. Anderthalb Jahre verheiratet. Toll, jetzt lege ich mich. Du sagst gestern noch so, oh, ein Tag vom 15. Ja.